Oh Mann, Alter. Das ist keine Kochshow mehr, das ist hier nur noch Slapstick. Ja, mir fällt auch nichts ein zur Einleitung. Deswegen hallo und herzlich willkommen bei DDR-Geschichte zu einem neuen Kochvideo. Heute mit Königsberger Klopse. Natürlich zeigen wir euch, was wir dafür brauchen. Ganz klar, bei Königsberger Klopfen Hackfleisch gemischt, Rind und Schwein. Ich habe gerade gelesen, dass man früher sogar Kalb-Hackfleisch dafür genommen hat. Haben wir natürlich jetzt nicht bekommen. Des Weiteren brauchen wir, damit die Klopse noch so ein bisschen schmackofatzi werden, Senf, natürlich am besten Bautzner. Kleine Zwiebeln, kleine Würfel, die kommen mit in die Klopse rein. Und meine Mutti hat früher immer ein Brötchen eingelegt, ein trockenes. Ich glaube, das macht man, damit es fluffig wird. Werde ich nachher nochmal gucken. Mache ich auf jeden Fall mit rein, weil was Mutti gemacht hat, ist natürlich immer richtig. Für den Sud, wir brauchen natürlich einen richtigen Sud, brauchen wir noch natürlich Wasser nachher in den Topf, Lorbeerblätter, Piment und Pfefferkörner, Essig und die Zwiebel. Darin werden dann die Klopse gekocht und für die Soße brauchen wir natürlich nachher eine Mehlschwitze aus Sonja, Mehl und zum Abschmecken kommen nachher natürlich noch Kapern und Zitrone rein. Halt! Nicht die nächste Aufnahme, ich habe noch was vergessen. Natürlich ganz wichtig, ein Ei für das Hackfleisch. Krasser Videoeffekt, jetzt ist das Ei da offen drin, obwohl wir es gerade reingeschmissen haben. Jetzt müssen wir die Szene erstmal wieder vorbereiten. Bis gleich. Legen wir los mit dem Hackfleisch. Ist ja wahrscheinlich bei Königsberger Klopse mit das Wichtigste. Wir nehmen jetzt als erstes geschnittene Zwiebeln. Machen die hier rein. Ich gucke gerade, das sind ganz schön viel. Ich mache jetzt mal nicht alles rein. Wir schütteln einmal kurz den Senf auf. Davon einen guten Schuss. Und das Brötchen, was wir jetzt in Milch eingelegt haben, drücken wir aus, damit die Feuchtigkeit da mal rauskommt. Eine schöne Gatscherei, das mache ich ja gerne. So, das mit rein ins Hackfleisch. Jetzt einmal kurz schnell die Hände abwaschen. So, wo ist denn jetzt hier das Handtuch? Mal wieder weggepackt, da wo es hingehört. Oh, jetzt hat Robi das auch noch gehört. Jetzt weiß ich, dass ich recht habe. Und ich mache mal schnell noch mein Telefon aus. Das sind natürlich Fehler, die dürfen nicht passieren, aber gerade das macht es ja so witzig. Ja, kommen wir mal auf das Feedback, nachdem wir jetzt noch Salz natürlich dran gemacht haben. Und Pfeffer. Soll ja ordentlich würzig sein. Also, das Ganze muss jetzt natürlich durchgemengt werden und dann machen wir gleich noch den Ring ab, damit wir den nicht verlieren. Machen wir gleich daraus Klopse und formen die und werden die dann in den Sud legen. Da werde ich euch aber auch gleich nochmal zeigen, wie wir den vorbereitet haben. Kommen wir kurz auf das Feedback zurück. Also erstmal danke. Boah, das sind ja wirklich Sachen, die mache ich gar nicht gerne. Ne? Danke für das Feedback. Und auch für die Kritik. Einiges muss ich auch ganz klar zurückweisen, wenn da gesagt wird, wir recherchieren schlecht, wir recherchieren so, wie wir es bei Wikipedia oder bei anderen Sachen finden. Natürlich ist es von Region zu Region anders. Einige sagen, das waren süß-saure Eier, unser letztes Video. Einige sagen, das gibt's so nicht. Und einige sagen, ah Mensch, auch am besten gab es Senfei, das ist richtig. Ne? Wir kochen aber so Dinge nach, die viele einfach aus ihrer Jugendzeit, aus der Schulspeisung oder aus der Kantine im Betrieb kennen. Und viele verbinden zum Beispiel Senfei, Königsberger Klopse oder auch Tote Oma damit. Und es geht einfach darum, das zu zeigen. Gerade in so einer komischen, ich sag's mal auf Deutsch, beschissenen Zeit wie jetzt gerade, dass die Leute vielleicht mal 10 Minuten aus dem Alltag rausgenommen werden und Spaß daran haben. Kommen wir jetzt mal zu den Königsberger Klopsen. Das ist ein ostpreußisches Gericht. Man hat auch Kapernklopse gesagt und das kommt aus der Residenzstadt Königsberg. Ich habe gelesen, dass das Urrezept eigentlich mit Sardellen gemacht wird, mit klein gehackten Sardellen. Habe ich schon öfter gehört, werden oder essen wir hier so aber nicht. Wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Geschmack. Wir machen es einfach mal so, wie es wahrscheinlich jeder kennt, mit Kapern. Ich kann mich daran erinnern, dass wir im Kindergarten Gurken drin hatten. Für Leute, die keine Kapern mögen, kann das auch gerne mit Gurken gemacht werden. Mit Gewürzgurken klein gehackt, das funktioniert auch. Die Masse ist jetzt ganz fluffig, die ist fertig. Jetzt formen wir schnell die Klopse.
und bringe die nachher auch schon zum Kochen. Gut, kommen wir jetzt zum Formen der Klopse. Einige machen das ja klein oder groß. Ich versuche mal so ein Mittelding zu machen. Ich nehme ungefähr die Größe hier und dann einfach rund machen und schon mal bereitlegen zum Kochen. Grüße gehen jetzt auch mal raus. Und zwar unsere erste Fangemeinde nach Neustadt-Glewe. Natürlich meine Eltern und auch an Hannes, Birgit, Detlef, Jule, vielleicht guckst du das auch. Schön, dass es euch gefällt, schön, dass ich euch unterhalte. Viele haben letztens darüber gelacht, dass ich Zucker mit Salz verwechselt habe. Finde ich gar nicht schlimm. Wenn ihr euch gut unterhalten fühlt und das vielleicht auch nachkocht, das ist eigentlich das Schönste. Viele haben auch gerade bei dem Senfei geschrieben, sie werden das nachkochen. Haben wir doch einiges erreicht, oder nicht? Ja, wir sind hier nicht der Hänsler, obwohl, Hänsler, wenn du das siehst, ne, kann dir ja vielleicht mal jemand zuspielen. Ich nehme es gerne mit dir auf, du kannst gerne hier mal herkommen und mit mir kochen. Dann zeige ich dir mal, wie das so richtig geht hier, ne? Und nicht immer nur schickimicki fragt, denn dann gibt es hier guten ostdeutschen Kochklops oder eine Bulette mal mit Lecho. Gut. Auch an Jerome. Jerome, du hast mir heute auch gesagt, wie gut du das findest. Viel Spaß beim Gucken. Jetzt habe ich dich erwähnt, jetzt kannst du auf Instagram damit angeben. Kochen wir aber weiter. Wir formen jetzt ungefähr, ja, ich denke 7 oder 8 Stück werden das. Ich habe jetzt ein halbes Kilo genommen, ein halbes Kilo Hack. Und gemischtes, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ne? Das formen wir jetzt zu halbwegs gleich großen Klopsen. Wie gesagt, ich mag, dass das ein bisschen größer ist. Viele machen auch so kleine, wie eine Soße zum Überfüllen. Romy hat jetzt in der Zeit schon mal Kartoffeln geschält. Das zeigen wir euch natürlich nicht. Das wisst ihr ja, wie das funktioniert. Wir essen es mit Kartoffeln. Man kann es aber auch mit Kartoffelbrei essen. Hier im Kindergarten zum Beispiel gibt es manchmal Kochklops auch mit Reis. Das finde ich wiederum nicht so gut. Aber wir fangen jetzt an, drüben den Topf fertig zu machen für den Sud. Weiter geht's. Schon sind wir drüben beim Herd. Diesmal könnt ihr euch sicher sein, dass ich Salz nehme. Wir haben jetzt 1,5 Liter Wasser. Dann nehmen wir, würde ich sagen, 2 kleine Teelöffel Salz. Ihr habt jetzt gerade Hiromi die Kartoffeln auf den Herd gestellt. Weiter dazu Lorbeerblätter. Da ist die Kamera. Lorbeerblätter für den Sud. Dann habe ich jetzt noch die Zwiebel in ja, etwas größere Teile geschmissen. Auch mit rein. Und Pimentkörner, die kleinen, das seht ihr jetzt gleich, wenn das Wasser schwimmt. Uah, eine getroffen. Nehmen wir jetzt rein, um die Sud aufzukochen. Da legen wir jetzt gleich die Klopse rein. Wir machen jetzt noch in den Sud Essig. Einen ganz kleinen Schuss. Reicht, weil es Essigessenz. Das Ganze lassen wir jetzt aufkochen. Und wenn das Wasser kocht, kommen die Klopse hinzu. Das Wasser kocht. Klopse sind fertig. Und die jetzt einfach, ohne sich zu verbrennen, also nicht so wie ich es mache, ins Wasser rein. Und dann nach Gefühl, ja, ich sag mal so, 10 Minuten köcheln lassen. Ne? Nicht tot kochen, nicht, dass sie durch werden in der Mitte. Aber einfach rinnen ins Wasser. Dann könnt ihr auch den Herd gleich mal runterdrehen. Ich schalte dann immer von volles Rohr so auf Stufe 7, 8. Wie viel das bei euch ist, keine Ahnung. Das lassen wir jetzt so durchköcheln. Dann kommen wir gleich wieder, nehmen die raus und zeigen euch, wie es weitergeht. Wie ihr seht, die Klopse schwimmen jetzt oben. Das heißt, sie sind fertig. Wir gehen jetzt rüber, gießen das Ganze ab. Wichtig, das werdet ihr gleich sehen, den Sud behalten, denn das wird unsere Soße. Einfach Wasserhahn weg, Schüssel unter, Sieb mit rein, damit die Klopse da rein kann. Und dann abgießen. Einwandfrei, das riecht lieber meiner Mutter. Also, gut nach Essen. Seht ihr, haben wir den Sud schön aufgefangen, die Klopse auch. Die holen wir nachher hier raus. Und wichtig ist, wir wollen ja nicht die Klopse haben, wie ich gerade schon sagte, sondern das, was da unter ist. Und das wird jetzt unsere Soße. Ich wollte schon wieder so sagen, mache ich jetzt auch so. Wir haben jetzt natürlich den gleichen Topf genommen, wo wir die Klopse drin gekocht haben, denn wir sind einfach zu faul, das nachher doppelt abzuwaschen. Da jetzt einfach, und ihr seht, diesmal ist es keine Chaux-Sonja,
Fett frei nach Wahl. Ich weiß immer nicht, was ich euch an Mengenangaben nehmen soll. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Ne, wenn nicht, kann man ja noch Wasser oder Mehl zugeben. Oder zu wenig, wir essen heute 3 Leute, das müsste ungefähr reichen. Die lassen wir jetzt erstmal schnell braun werden. Oder was heißt braun werden, ne? Nur, dass es so ein bisschen alles flüssig ist. Wir machen jetzt quasi wie bei den Jägerschnitzeln eine ganz normale Mehlspitze. Eine ganz normale Mehlspitze. Und ihr seht, es ist auch gleich soweit. Die Kartoffeln kochen nebenan auch schon. Das zeigen wir euch nicht. Ich habe jetzt eine magische Hand, die hilft mir. Die nimmt einfach alles weg und gleicht mir auch alles an. Nicht schlecht. So, wir hören das Brutzeln schon. Und ich mag das gerne. Ich rieche auch gerne Butter, wenn die so zerlassen wird. Das mochte ich früher schon ganz gerne. Butter nehmen wir natürlich nicht, weil wenn Butter braun wird, wird sie so ein bisschen nussig, so ein bisschen bitter. Das schmeckt die Soße dann nicht mehr so aus. So, jetzt machen wir auch schon Mehl rein. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen so einen guten Löffel. So, unterrühren. Ja, wie ihr seht, ist ein bisschen wenig Mehl gewesen. Ich mache jetzt noch mal einen halben Löffel dazu. Jo, jetzt wird es auch leicht braun, das ist gar nicht schlimm. Das ist ganz in Ordnung, dass es so ist. So, ich habe jetzt auch noch die Flüssigkeit aus der Schale einfach zum besser Portionieren in so einen Tiegel reingegossen, damit ich das gleich schön abgießen kann. Ich sehe aber gerade, ich würde tatsächlich noch ein ganz, ganz klein wenig Mehl nehmen. Manchmal ist das zu viel, manchmal zu wenig, was man macht. Ist ja gar nicht schlimm. Das rühren wir jetzt nochmal fix unter. Ja, so gefällt mir jetzt besser. So, wenn ihr auch gerne noch was Kritik habt oder so, schreibt das gerne runter in die Kommentare. Ihr könnt uns unter ddrgeschichte@aol.com auch eine E-Mail schreiben mit Rezepten oder auch mit Bildern oder anderen Ideen. Ne? Wir beißen nicht. Gut, Mehlspitze läuft. Jetzt den Sud drauf. Und gleich kräftig rühren, damit das Ganze nicht ansetzt. Ich nehme jetzt auch gleich die Hitze runter. Ne? Einmal komplett aus. Gleich noch mal ein bisschen was nach, weil ich sehe oder merke gleich, dass es ganz schön dick ist. Wir wollen natürlich eine schöne cremige Soße haben. Ja, das sieht auch auf dem ersten Blick wirklich gut aus. Ist auch doof, sich selber zu loben, ne? Was ihr da drin seht, sind jetzt nicht von der Mehlschwitze Flocken, sondern in dem Wasser, wie ihr hier seht, ist so ein bisschen was abgegangen von den Klopfen. Das findet sich jetzt natürlich auch in der Soße wieder. Wir gucken uns mal die Konsistenz an. Ja, ein bisschen was kann da rauf. Wir wollen ja auch ein bisschen Soße haben. Und das verrühren wir jetzt einfach mal weiter schön. Die Soße ist ja für mich das Wichtigste. Natürlich auch das Fleisch. So, jetzt nehmen wir die Hitze wieder ein bisschen hoch. Oder? Nö, das geht noch. Nur ein bisschen so auf 3, dass es ein bisschen vor sich herköcheln kann. So, jetzt holen wir uns schon mal einen kleinen Löffel, damit wir gucken können, bevor wir jetzt abstimmen, was da noch rein kann. Also, die Konsistenz ist ja wohl einmal frei, ne? So. Also, Salz finde ich brauche nicht mehr ran. Ich habe jetzt schon den Saft einer Zitrone ausgepresst. Da gieße ich jetzt erstmal so die Hälfte von runter. Gleich verrühren. Schluck. Und jetzt natürlich noch wichtig, das Beste, kapern. Oder wie wir gesagt haben, ihr könnt auch gerne Gurken dafür benutzen, ist jedem überlassen. Und die mache ich komplett mit dem ganzen Saft hier rein. Und wie ihr merkt, da kommt noch viel Flüssigkeit zu, deswegen passt mir der Mehlschwitze auf, dass sie nicht als erstes so dünn wird. Das Ganze noch mal kurz unterrühren. Jetzt gebe ich noch mal ordentlich Feuer auf den Herd, dass wir das Ganze noch einmal kurz aufkochen lassen. Zum Abschmecken nehme ich jetzt gerne noch ein bisschen Zucker. Das darf so leicht süß-säuerlich sein. Das ist wie gesagt jedem selbst überlassen. Einige mögen das nicht so gerne. Unser Geschmack ist es. Und das heißt, wir dürften eigentlich auch gleich fertig sein. Vielleicht mache ich gleich noch ein bisschen Pfeffer ran. Na, die sollte gleich nochmal aufkochen. Ich probiere vorher schon mal.
Genau so würde ich sie lassen. Romy? Sehr lecker. Wie sie das gesagt hat, ne? Voller Überzeugung. Ah, ich liebe meine Frau. Lecker! Gut, wir lassen das noch kurz aufkochen und dann gehen wir rüber und richten auch schon an. So, und natürlich, Romy hat wieder recht. Ich habe ja noch gerade die Klopse reingemacht. Das machen wir jetzt ganz einfach. So, 1, 2, 3, 4, alle für mich. Dann können wir das wirklich gleich vom Herd nehmen, gehen rüber, füllen auf und dann können wir auch schon essen. Fertig ist es. Noch ist der Teller leer, aber das ändert sich jetzt. Nehmen wir einmal alles vom Herd runter, tüften. Königsberger Klopse. Na, wir sind nicht ganz im Bild, nicht schlimm. Und jetzt füllen wir natürlich auf. Also, natürlich Kartoffeln, ne? Das Beste. Selbst die schmecken bei meiner Mutter anders. Wie die das macht, wissen wir heute noch nicht. Und ein paar geht noch. Ich habe nämlich Hunger. Ich hatte nur eine kleine Portion Mittag. So, jetzt müssen wir einmal rübergreifen zur Kelle. Und jetzt füllen wir uns natürlich das Wichtigste auf. Den Klops. Ich krieg 3, Romy kriegt 0. Zack. Und natürlich noch ein bisschen Soße mit Kapern ordentlich drin. Denn das finde ich ist wirklich mit das Beste. Gut, und jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an. Ist das nicht lecker? Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsgericht. Ich esse nichts lieber als schöne Königsberger Klopse. Und uns wurde auch letztens gesagt, ihr könnt auch mal ein bisschen präsentieren, was ihr dazu trinkt. Und da es jetzt gerade 5:45 ist, kommt Folgendes auf den Tisch mit so einem Getränken. Na Männer, was das wohl wird, was das wohl wird. Ich hole mir noch ein Glas, weil ich muss ein bisschen Anstand haben. Na, erratet ihr es? Jetzt seht ihr die ganze Zeit nichts, aber ihr werdet gleich staunen. Beste dazu abends natürlich dann nur für die Dinger Bier. Natürlich aus dem richtigen Glas. Also, bis dahin, danke fürs Zugucken, vielen Dank fürs Kommentieren und dann sagen wir jetzt mal guten Appetit, macht's gut, bis zum nächsten Mal.